Ich war übrigens eben richtig, dachte ich wäre falsch. Wobei ich das jetzt gar nicht weiß. Ah, doch, ich bin richtig. So, ich habe die ersten 10 Minuten, denke ich, voll und bin kein Stück weitergekommen. Doch, klar, die Uzis. Die noch sehr hilfreich sein werden. Sie sind, ja doch, eine meiner Lieblingswaffen. Die unangefochtene Lieblingswaffe von mir ist immer noch die Desert Eagle. Ich weiß einfach nicht. Es macht Bam Bam Gegner tot, juhu. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, das sich über Jahre durchgesetzt hat. Und Waffen, die diesem Prinzip widersprechen, sind nicht wirklich gut. Finde ich jetzt. Und für alle Zeit. Ja, genau. Ich muss an die Kante. Und hier hoch. Und ich bin oben. Genau hinhören. Yep. London setzt musikalisch wirklich eher auf Dissonanzen. Während in Aldwych noch dauernd. Während in. Wartet mal, Ton. Während in Nevada noch dauernd das Tomb Raider-Theme anstimmte, ist in London halt was anderes. Es passt aber. Es passt. Glaub mir, es passt. Gut. Wo bin ich hier? Ich sehe MP5-Munition. MP4,9-Munition. MP4,8-Munition. Etwas Sinnloses. Und. What the? Okay. Ich weile noch unter den Lebenden. Zumindest tue ich so. Den kann ich nur rausziehen. Möglicherweise geht dann aber auf der anderen Seite die Klappe runter. Wobei da ja nicht viel sein kann, oder? Hey, es hat tatsächlich geklappt. Ach so, das ist derselbe Weg. Okay. Habe ich kein Problem mit. Ich mag es, wenn es so einen Weg gibt. Ach, wie sehr ich es einfach nur liebe. Außer dieser Weg ist verbuggt. Und die Kamera schaut von oben auf uns drauf. Ein grüner Gang. Heißt das, er ist Plastikmüll? Nein. Das war was mit dem Punkt. Ja, der Tomb Raider-Theme. Du, 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 du. Okay, wen kümmert's? Da lagen Fackeln, aber die sind mir im Moment herzlich egal. No! Okay, gut. Darum geht's also nicht weiter. Fassen wir zusammen. Bisher bin ich 0,4% weiter und habe 20 Minuten verplempert eigentlich. Also, zusammengefasst, kann ich auf mich stolz sein. Da geht es auch nicht hoch. Was ist das? Oh Gott, sag mir nicht, dass das die. Leute, das sind die zeitgeschalteten Türen. Heißt sie willkommen. Sie werden uns einige Zeit begleiten. Denn auch wenn sie zeitgeschaltet sind, werde ich Jahre für sie brauchen. Und ich habe das gute Recht dazu. Und das hier kann ich jetzt vergessen. Ich will aber zumindest mal. Oh, ich kann durch. Cool. Nee, das war keine der zeitgeschalteten. Gut, diese Türen gehen nach einer Zeit automatisch zu. Warum habe ich das da jemals geöffnet? Egal. Geh nach einer Zeit automatisch zu. Und ich muss sie rechtzeitig erreichen. Die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, wo sind die Türen? Ach, wenn ich das einfach nur wüsste, wenn ich es einfach nur wüsste. Aber ich werde es rausfinden. Denn ich bin Detektiv. Aber das habe ich noch nicht erzählt. Lara hat ja noch nicht erzählt, dass sie eine Prostituierte ist. Also gleicht sich das, denke ich mal, aus und unserer Beziehung wird nicht geschadet. So. Wo führt's hier hin?
Ah, gut, da sind die Türen also. So sieht man sich also wieder. Okay. Sieht doch ganz leicht aus eigentlich. Welcher der Schalter ist dafür verantwortlich? Ja, das ist natürlich wunderbar, dass jetzt nicht mehr gezeigt wird, welche Tür durch welchen Schalter geöffnet wird. Also, aber wenn es nur eine Tür gibt, wenn es nur eine Tür gibt, dann wird genau darauf hingewiesen, diese ist es, nicht die anderen. Hey, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht aufrege. Okay. So. Dann tun wir es doch mal. Treiben wir es mit den Türen. So, okay. Um die Ecke. Ich bin einfach nur so schlecht. Wie schlecht ich einfach nur bin. Ich meine, ich kann jetzt schon die Kommentare lesen, die ich dann wieder lösche und so tue, als wäre sie nicht da. Aber wenn ich. Nee, ich muss. Warte. Ich werde mal jetzt komplett ohne Sprinten, denn wenn ich sprinte, kann ich für ein paar Sekunden nur geradeaus laufen. Also komplett ohne Sprinten. Vielleicht hier hoch. Nose, das war schon falsch. Ich verliere dadurch nur Zeit. Ich sollte es lassen. Gut, das Spiel möchte nicht, dass ich es lasse. Aber ich glaube, ich habe da eben was entdeckt. Wenn ich um die Kurve gehe und dann sprinte, komme ich schneller um die Kurven. Lara ist ja wie ein Auto, verdammt. So. Das sieht sinnlos aus. Ist es auch, aber es hat Spaß gemacht. Ich hasse dich. Wie sehr ich die Tür einfach nur hasse. Ich hoffe, sie stirbt an. An. Milchmangel. So. Ein weiteres Mal ein Versuch, der wahrscheinlich in die Hose geht. In Laras Hotpants. Ja, natürlich. Ja, genau. Hier gibt es viel Sinn zu tauchen. Vor den Türen sollte ich vielleicht mal schauen, was es hier sonst noch so gibt. Außer den Türen selbst. Vielleicht finde ich hier irgendwo einen Speeddrink. Lara ist auf Speed. Da hat sich gerade irgendwas getan. Und ich weiß nicht was. Und ich komme auch nicht mehr raus. Lara, du springst durch Canyons. Du kannst mir nicht erzählen. Ach gut. Dass du nicht mehr aus einem Planschbecken rauskommst. Wo kommen wir denn dann hin? Nach Aldwych, London. No, hier geht's nicht weiter. Ist schön, wie liebevoll die Entwickler Überschriften den Türen gegeben haben. Wäre noch schöner, wenn die lesbar wären. Rein technisch gesehen jetzt. Auflösungsmäßig möglicherweise könnte ich das meinen. Okay, nochmal. Um die Kurve laufen. Laufen. Ja, dahin wollte ich laufen. Komm, wir laufen direkt zurück. So. Okay. Ich habe jetzt schon so lange gebraucht. Selbst eine nicht zeitgeschaltete Tür wäre jetzt zugegangen. Allein aufgrund des Tornados, der mit einer Chance von 1 zu 1 Million alle 7 Millionen Jahre durch Aldwych London fegt. Und Tornados machen Türen ja auch nicht nur zu. Es ist ja nicht so, als würden sie sie zerstören. Verdammt, wie viele Fackeln habe ich hier geholt. Lara, Fackeln sind nicht gesund. Fackeln schaden Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung. Fackelbenutzer sterben früher. Ich bin durch! Gut, ich bin jetzt durch und durch durchgekommen. Warum habe ich das Gefühl, dass ich hier sterben werde? Finden wir es raus! Juhu! Hinauf. Wow. Da komme ich nicht wieder hoch. Ich glaube, ich soll zuerst das andere machen. Hinauf, hinauf, Lara. Hier hoch. Dort weiter. Du Drecksbaukasten.
Okay. Dadurch, dass diese Platte fehlt, kommt man da oben, glaube ich, nicht durch. Deshalb muss ich hier runter. Falle von irgendeiner Seite. Plötzlich ein wahnsinnig gewordenes Wildschwein. Nee, wisst ihr, wo ich jetzt hier bin? Ich bin jetzt wieder sinnvollerweise den Abhang runtergerollt. Zurück zu dem Gebiet vor den zeitgeschalteten Türen. Sag mal, wie sadistisch musst du sein, um als einzig möglichen Weg in einen Raum, in den du dich reinkämpfen musst, den Ausgang zu bauen? Was soll das?